Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu dem YouTube-Video. Heute ist der 21.09.2024 und das bedeutet, heute ist Wettkampftag North German Cup in Lüneburg. Wir haben es jetzt, meine Uhr ist nicht gestellt, 11.24 Uhr. Das bedeutet, die Athletenregistration bzw. der zweite Teil der Athletenregistration ist jetzt, glaube ich, zu Ende. Gestern haben sich schon, ich glaube, 75 Athleten im Invictus Gym vorher eingewogen und haben davon profitiert, dass sie die Waage einen Tag vorher machen konnten. Der Rest der Athleten, der heute angereist ist, macht das direkt in der Halle. Wir sind schon seit heute Morgen um 8 mit Aufbauen beschäftigt. Zeige ich euch gleich alles. Und ja, langsam trudeln die Leute ein. Das wird heute ein Fest. Wir sind ausverkauft, wir sind komplett ausverkauft. 1000 Zuschauer, noch mehr Zuschauer als in München auf dem Invictus Cup. 130 Athleten bisher. Plus Doppelstart sind auch noch mehr Athleten als in München. Wir haben alle Gaststars da, wir haben Wesley Wissers da, wir haben Nathan D'Asher da, wir haben ungefähr alle deutschen Profis und die gesamte deutsche Bodybuilding-Prominenz am Start. Das wird heute sehr, sehr geil. Ja, 21. Passt, okay. Hi. Junge, was ist denn hier los? Wir waren eben noch mal ganz kurz im Invictus Gym noch ein paar Sachen holen, aber es wird voll. Können wir ein Foto machen? Wir können ein Foto machen. Haben wir? Dankeschön. Hier haben wir unseren Stand. Ich verkaufe natürlich auch wieder Klamotten. Wir sind Hauptsponsor hier auf dem Wettkampf zusammen mit Big Zone. Also Almost Letty und Big Zone sind hier. Wir sind übrigens in der Uni in Lüneburg, falls ihr euch fragt, was das für ein futuristisches Gebäude ist. Das ganze Team ist am Start. Wir sind anscheinend schon fleißig am Verkaufen. Du bist auch wieder dabei? Ja, ich bin auch wieder da. Sehr gut. Ich bin Georg und ich bin auch dabei. Wir haben übrigens die fetteste Pump-Up-Area ever, aber das zeigen wir euch gleich. Da versteckt sich das. Hi. So, hier geht's Backstage, also beziehungsweise hier geht's hinter die Bühne. Wir haben einen riesen Backstage-Bereich noch oben. Und jetzt sehen wir das erste Mal überhaupt die Leinwand und so. Ich bin gespannt. Oh, das wird gut. Holy shit, Alter. Wie fett ist das bitte? Einfach nur crazy. Yeah. Super, danke schön. Sehr gerne. Crash, oder? Ja, also du darfst das. Wie darf das denn bitte? Meine Videos laufen auch. Haben wir schon getestet? Das ist die Frage. Haben wir noch Funkgeräte? Habt ihr euch schon geschnappt? Sehr gut. Alter. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine Leinwand auf einem Wettkampf gesehen. Mit dem schwarzen Vorhang auch sehr geil. Sag euch, anders als München? Ja, komplett anders als München. München ist crazy, weil die Halle und so. Oh, Kameramann verletzt. Andere Flair. Aber das wird geil. Wirklich, das wird richtig gut. Ich glaube, die Anlage ist auch brutal. Auch wichtig auf dem Wettkampf. Geile Mucke. Na, Diggi, was ist los? Oh, langsam. Noch nicht geladen, ne? Müssen wir noch ein bisschen? Nee, aber das mache ich kurz. Weißt du, ein bisschen Klasse rein. Und dann ich bin vorbereitet. Noch vier Kapseln vorbereitet. GDA Rapid und dann. Hallo, voll Prominenz. Alles gut? Ja, alles sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall, ey. Voll viele Leute hier. Voll geil. Wie so ein Klassentreffen, ne? Das ist so crazy. Ich sag's die ganze Zeit, ey, das ist eigentlich nur eine regionale Show, ne? Aber das ist wie der Invictus Cup. Es fühlt sich an wie ein Pro-Qualifier oder wie eine Pro-Show. Das muss kommen. Das muss kommen. Nee, noch nicht. Da mal viel Spaß, die ist richtig gut. Okay. Ja, hört ihr das Alicante-Style? Ja, echt? Wirklich. Okay, ich bin gespannt. So, ich war eben kurz oben bei meinem Athleten, beim Dennis, einmal kurz die Form gecheckt, sitzt alles gut, Farbe muss aber noch mal ein bisschen korrigiert werden. Wir dürfen oben leider nicht filmen. Ansage von der NPC, weil im Hintergrund gerne mal Leute rumspringen, die nackt sind und das gibt dann Ärger. Dementsprechend gibt es leider keine Backstage-Aufnahmen, dafür können wir euch aber die Pump-Up-Area zeigen. Und das machen wir jetzt. Die hat ziemlich besonders in sich. Hallo Björn. An der Seite. War Björn schon vor der Kamera? Der war schon vor der Kamera. Ja, doch, war er schon. Wie ist das Stresslevel?
Sehr hoch gerade. Sehr hoch? Sehr hoch, ja. Aber das geht runter, sobald der Wettkampf läuft. Prima. Dann läuft es. Gleich geht's los. So, aber wir zeigen euch jetzt mal einmal, was ich die ganze Zeit schon angekündigt habe. Denn einer unserer Sponsoren, Gym80, hat mich dazu bereit erklärt, hier ja, eigentlich quasi ein ganzes Gym aufzubauen. Ja, bei uns muss man nicht mit seinen Gummibändern hinten rumpumpen, sondern wir haben Kurzhanteln, wir haben Bänke, wir haben eine saugeile Brustpresse, wir haben Kabelzug, verstellbare Kabelzug, wir haben eine Schulterpresse, Latzug, eine Row und wir haben meiner Meinung nach tatsächlich die beste Seithebemaschine überhaupt. Und ihr wisst, dicke Schultern, Free Stage ist das Allerwichtigste. Okay, alles klar. Das passt ja, dann Johnny startet um 2. Wisst ihr, wer hier dran ist? Olli Katz, mein Manager, weil du bist gerade auf dem Max-Matzen-Channel. Sagen wir, rollen den roten Teppich, rollen wir noch aus. Liebe Grüße von Olli. Witzig, ja gut, also eigentlich nicht so gut. Mein Kameramann abgekackt, der ist verhindert leider, weil jemand krank ist. Und mein Kumpel liegt mit Fieber im Bett und du siehst abgenommen aus, Alter. Ja. Aber gesund, gesund und frisch. Ey, immerhin sagen sie alle, dass ich gesund aussehe. Aber das kenne ich, das sagen sie bei besser jedem. Als dünn. Ja, du wolltest eigentlich auch hier starten, ne? Ich wollte auch starten, besser als dünn und besser als fett, aber ich war fett zwischendurch auch. Jetzt habe ich auch abgenommen, ja. Bin immer noch fett, aber... Aber ich dachte, ich bin so lange jetzt mit 130 Kilo rumgerannt, ich dachte, ich muss mal ein bisschen leichter werden. Was hast du jetzt? 109. Krass. Aber es ist ein Unterschied. Wie was denkst du aber, was ich habe? Du hast über 120 noch. Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja. Aber das denke ich gar nicht, aber das merkst du auf der Pumpe. Ich will gerne so wie du. Aber das habe ich ja nicht mal im Wettkampf gehabt. 116 oder so hatte ich da. Nee, aber ich habe auch gar nichts drin. Ne? Ich bin ganz raus mit allem. Also das ist ja mein Problem gewesen. Die Waage ist immer stehen geblieben. Und je nachdem, ob ich was genommen habe oder nicht, bin ich halt fetter oder weniger fett gewesen. Aber ich habe immer 130 Kilo gewogen. Ja, Und das ist irgendwann anstrengend. Das geht auf die Pumpe, auf die Knochen, auf alles. Ja. Hast du ein Ticket? Ja. Sehr gut. Ja. Perfekt, die ersten vier rein. Was macht der Pool? Der was? Der Pool? Pool lebt er noch? Der ist im Schuppen. Aber es kommt ein anderer. Es kommt, werdet ihr sehen, fester. Okay. Also Garten wird umgebaut. Ja. Yeah. Dann erstmal viel Spaß. Genau. Der Chef ist auch da. Hi. Grüß dich. Alles gut? Wie geht's? Hier ist der Kaleo. Ja. Oh nein. Wachst du und gedeih. Wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut. Ja. Hallo. Ja. Alles gut? Alles so brutal. Ja? Ja, das Mann. Musst du so. Nee, das ist so Alicante-Style, wirklich. Ja? Ja, gut. Ihr macht es doch gut. Letzte Woche war es schon gut bei euch. Vor 2 Jahren erkennt man das. So, damit. Bei der ersten Open-Class. Nice gym, bro. Nice. Yeah. Join from yesterday? Yeah. Yeah, she's online. Oh, okay. I check it. Train there? I don't say weekend. Oh, okay. Weekend is day of God, bro. I don't do nothing. I just catch fat. Right? We have good kebab in Bergedorf. Yeah? But first, you eat my rice cake. I know it's anything, bro. Anything. Hungry. Give it
Rein, zurück! Zurück, Leos! Side biceps. Auf geht's, Dennis! Jawohl! Ja. Side biceps. Bauch rein! Abdominale Thighs. Serve to center and serve to one switch. Los, Dennis! Auf geht's! Serve to one and serve to switch. Front and biceps. Und lächeln! Side biceps. Und lächeln! Ready for and for switch. Dennis, lächeln! Beine! Auf geht's, Dennis! Und steh! Blut! Bauch! Vergiss nicht zu lächeln. Ja. Der Bühne guckst mal ein bisschen grimmig. Ja, okay. Classic. Ja. Muss schön sein. Das grimmig gucken kannst du für Bodybuilding. War alles okay? Ja, ja, war gut. Also, kurzes Fazit. Wir haben unsere Klasse auf jeden Fall gewonnen. Also gab noch kein Finale, aber gehe ich stark von aus. Aber das Highlight meines heutigen Tages war, es wurden 10 Falschparker aufgerufen. Wir haben, nochmal, ich halte euch das vor Augen, wir haben 1000 Zuschauer, 100 VIPs und ungefähr 50 Leute Personal. Bei den 10 Falschparkern war dabei Heiko Kalbach, Oliver Katz, Justin Musiol und den Rest kenne ich nicht, aber das war wirklich das sehr reicht. Lustig. Es gab Standing Ovations fürs Falschparken. Was geht es? Könnt ihr dazu? Ja, ja. Sebastian. Dann kommt mit durch. Ja, so, Max, you will also be there. Hi, bro. He's doing the competition today. Nathan is here, Wesley is here. Like. What, are you in UK? No. We're in Germany. In Germany. Nathan in Germany? Yeah. He's gas posing, bro. Yeah? Okay, okay. So, for your flight. I can confirm it. We moved the villa today. Wir haben hier bald die richtigen VIP-Gäste. Ja? Roly Winkler wird organisiert für den nächsten Invictus Cup. Macht sein Comeback. Nervöse Adrenalin kommt und dann wirst du zitterig, weißt du? Wunderbar. Einmal gar nicht, dass sie nicht hart sind. Wenn er jetzt hinter der Bühne durchdrückt, dass er knüppelt. Ne? Egal, er sieht brutal aus, der macht das auch. Die Klasse hat er safe. Ist das auch eine gute Qualität, dass wir auch gut aussehen? Der hat doch gleich ganz groß. Die Motoren sind der Weiz. Das macht mich immer besonders gut. Probiert sind, ist vorne, Digga. So ist das nämlich. Erster Platz. Er hatte den Weiz. Please don't know.
schön gut. Die Startnummer 48. Ich würde sagen, der passt hier den Gesamtsieg. Silbermedaille in der Klasse Men's Classic Physik Open Sea geht an den Athleten mit der Startnummer 42, Dwayne Cole. Und damit herzlichen Glückwunsch, Sieger Men's Classic Physik Open Sea, die 21, Marvin Krajewski. Allein auf der Bühne gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, er macht das, der ist eigentlich nicht schlagbar. Aber jetzt im Vergleich mit Marvin, muss man schon sagen, geht das Ding heute echt an Marvin. Also echt verdient. Saubere Form abgeliefert, Dwayne trotzdem tipptopp, ne? Aber ich finde jetzt, ich finde persönlich, Dwayne hat heute so ein bisschen der Pop gefehlt. So ein bisschen. Marvin war heute einfach ein bisschen besser on point. Aber ganz enge Kiste so, ne? Und noch einmal der Sieger alleine. Muss ich zustimmen, ich bin ein riesen Dwayne-Fan, aber er wirkt ein bisschen flach heute tatsächlich. Marvin einfach perfekt gepiekt. Glückwunsch an Markus Ringe, habt ihr echt geil gemacht. Sieht gut aus. Let's go, Dennis! Komm schon! Lachen! Komm, Marvin, hol den Tiefkopf raus! Das ist deine, Dennis! Und aufmachen! Reinlehnen! Side by side. Let's go! Und lachen! Abdominal and thighs. Halten, Dennis! Jetzt komm, Dennis! Overall Winner ist der Athlet mit der Startnummer 37, Dennis Kirschner! Krass. Also hätte ich jetzt erst gar nicht gedacht. Condition würde ich auf jeden Fall sagen 100%. Perfekt gepiekt, Form on point, geiler Athlet. Hätte erst gedacht, so von der Linie und von der Erscheinung wäre es Witz Marvin. Aber auf jeden Fall 0,0 unverdient. Glückwunsch an Don Matz. Was geht? Ja, alles gut? Ja, klar, bei euch. Ja, selbst? Ja, super. Kommt genau richtig. Ja, wieso? Möchtest du meinen Sitz? Geh los, oder was? Leave me all alone. And tell me.
Zeit. Ja, jetzt geht's richtig los. Erste Hälfte des Wettkampfs war mehr als erfolgreich. Ja. Richtig abgeliefert. Und jetzt geht's los, denn wir haben gleich Post-Down. Heißt, alle Profis und dicken Jungs. Und dann kommen die anderen dicken Jungs. Kommen auf die Bühne und dann kommen die richtig dicken Jungs. Ja. Seid ihr zufrieden? Ich denke schon. Sehr gut. Aber ganz zufrieden darf man nie sein, muss immer besser machen. Nee, man kann immer verbessern und der Druck, der fällt dann heute Abend ab, wenn alles durch ist. Erst also schön langsam kommt schon in die ganzen Wettkämpfe ein bisschen Routine rein, das muss man schon sagen. Du bist ja auch hier, neue Location, ja, noch nie hier gewesen. Ja. Aber die Community wächst und ja. Du warst selber erst dreimal hier. Ja, das nächste. Und heute mal die Frage, wie viele noch nie auf einem Bodybuilding-Wettkampf waren, wie viele Hände da hochgegangen sind. Also, ich stelle mich mal hier so hin. Das ist irre. Ja, bisschen voll. Wird schon wieder. Jetzt ist gerade Pause, aber danach sollte man wieder voll sein. Das sind wir auf jeden Fall. Und wir waren quasi von Minute 1 an die ganze Zeit randvoll. Das hast du nirgendwo. Nee. Müssen wir mal die Judges fragen, die sind auf vielen Wettkämpfen. Let's go. Wie kann ein Mensch so aussehen? Das ist so. Danke. Meine Jungs, da, Film!
chest. Okay, guys, turn to the back. Back double bicep. Okay, guys, give me a legs breath. Spread out. Spread out, guys. Come on, baby boy, for that, yeah! Okay, face to front. And now, ladies and gentlemen, Moose Muscular! And now, just for Wesley, show me your favorite classic pose. Wesley, show us your favorite classic pose. Come on, give it up for Wesley! Ich will hier heute den Hattrick machen. Wir haben mit Dennis Kirschner die Classic Overall gewonnen. Und der geht heute nochmal an den Start. Und zwar jetzt in der Männer 3 bis 90 Kilo. Richtig. Wir haben einen starken Konkurrenten aus dem Hause Johannes Lukas. Mir ist leider sein Name gerade entfallen. Wie ist der Name von deinem Athleten? Dorian Berger. Dorian Berger, den hat man zuletzt vor 13 Jahren auf der Berliner Meisterschaft gesehen. Ja. Und es war schön. Es war in einer Zeit, wo es noch schwieriger war, Profi zu werden. Also wo es ganz wenig Profis gab. Ja. Und er hatte tatsächlich, alle hatten ihn auf dem Zettel. Also einige werden ihn vielleicht noch kennen, die aus der Szene sind. Ich habe das damals tatsächlich, gab es auf deinem Kanal sogar, ne? Ja, nee, da habe ich noch keinen. Da hatte ich noch keinen Kanal. Wo habe ich denn das gesehen? Später dann vielleicht oder was. Aber vor Ewigkeiten habe ich den mal irgendwo gesehen. Ja. Das ist aber, wir haben ihn auch Strength Force gemacht und so. Also er war dann später. Also wir haben schon noch was gemacht. Ja. Ich freue mich, Alter. Macht richtig Spaß. Wir haben auf jeden Fall gleich ein geiles Battle. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Athlet gegen meinen Athleten. Also ich weiß schon, wer gewinnt. Spaß. Ich hasse dieses vorher so. Nee. Aber wie bist du? Fieberst du genauso mit wie deine Athleten? Voll schlimm, ganz schlimm. Ich habe das Gefühl, ich bin aufgeregter als meine Athleten. Viel, natürlich. Wirklich? Dann musst du auch gucken, dass du als Coach Ruhe ausstrahlst, aber es gelingt mir nur selten. Das ist wirklich schlimm. Aber ich finde das der geilste Part. Das macht so Spaß. Heute macht richtig Spaß. Das ist das Beste am Bodybuilding, wirklich. Ja. Vor allem, wenn die Athleten ihre Hausaufgaben gemacht haben und der Weg dahin, der war so beschwerlich und so. Das ist genial. Und wir haben ja zwei schöne Athleten auch, ne? Wie findest du den Wettkampf? Finde ich den Wettkampf ganz gut organisiert, dauert ein bisschen länger alles. Wenn man natürlich dreimal drei verschiedene Klassen macht, obwohl es eigentlich eine Klasse ist, dann
dauert es natürlich immer ein bisschen länger. Am Ende des Tages ist es so, es dauert so lange, wie es dauert. Fertig. Bronzemedaille geht an den Athleten mit der 85, Lars Rapp. Silbermedaille geht an die Startnummer. 37, ja. Dennis Kirschner. Ja. Das war okay. Der sah wirklich sehr, sehr gut aus. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger. Men's Volleyball Open Light Heavyweight. Die 83, Dorian Berger! So, Leute, wir haben es geschafft. Wir hatten ihn heute tatsächlich noch überhaupt nicht vor der Kamera. Also ich, bei mir zumindest nicht. Komm her. The Voice of... Wir müssen hier noch... Hast du einen Moderatoren-Namen? The Voice of German Bodybuilding. The Voice of German Bodybuilding. Du hast heute auch einen brutalen Job gemacht. Danke, wie immer. Danke. Was war dein persönliches Highlight? Definitiv immer für mich immer das Highlight, jemanden so wie Wesley anzukündigen. Mhm. Vor allem einfach, weil man weiß, die Halle explodiert. Und dazu dann noch die ganzen deutschen Pros auf die Bühne zu holen und einfach Gas zu geben, auch am Mikrofon, das macht mir einfach Spaß. Ich hätte gedacht, dass dein persönliches Highlight war, als du die Falschparker ausgerufen hast. Das war und auch krass. Heiko Kalbach, Justin und Oliver Katz aufstehen mussten. Naja, das war gut, nein. Ohne Scheiß. War aber lustig. War brutal. Ja. Wie sagst du? Das Hamburger bzw. Lüneburger Publikum verglichen jetzt mit München. Oh, jetzt werden mir hier die Fragen gestellt, gell? Aber was man hier Frage. Sagen muss, der Rang quasi, der hat einen guten Vorteil, was die Stimmung angeht, weil alles kommt halt brutal hier auf die Bühne zu. Deswegen, es war schon, ich dachte mir schon in den ersten Klassen, als es laut wurde, dachte ich mir schon, Alter, hier geht's ab. Also das kann man auf jeden Fall ausbauen, würde ich sagen, definitiv. Wir haben es auch wieder geschafft, dass wir quasi ab der ersten Klasse die Halle voll hatten. Ja. Ne? Wahnsinn. Heftig, das habe ich sonst noch nie, also auf dem Invictus Cup schon, ja. Aber sonst habe ich das noch nie irgendwo gesehen. So, danke, du darfst auch Feierabend machen. Jawohl. Wir werden ihn auf jeden Fall auf dem nächsten Wettkampf, gehe ich zumindest sehr stark von aus, ich auch. Wieder als unsere Stimme dabei haben. Ich freue mich. Alle einmal, wir so, haben es geschafft. Jetzt haben wir Björn, der hat heute bestimmt 5 Kilo verloren. Schadet aber auch nicht, so. Die Wanne ist dick genug. Bist du happy? Ja, sehr. Also die Herausforderung Lüneburg war schon ein bisschen was anderes wie München. Und hier hatten wir keinen Heimvorteil, hier ja. Hattet ihr es. Ja. Und neues Team, aber ich glaube, haben es gut hinbekommen. War gut. Man muss dazu sagen, du warst auch im Endeffekt, du warst nur dreimal vorher in der Halle, ne? Ja, genau. Jedes Mal mit dir. Wir waren immer zusammen da. Ja, das ist schon krass, das sowas ja. Hier auf die Beine zu stellen. Overall, was war dein Highlight? Mein Highlight, ja gut, muss man nicht lange drüber reden. Ich glaube, das war einfach das über Wesley und natürlich das Massen-Post-Down. Ja, das war sensationell geil. Und ich fand, das konnte mit München mithalten. Definitiv. Auf jeden Fall. Definitiv, ja. Das war richtig gut. Und da sind die Hamburger auch mal ein bisschen aus sich rausgekommen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr euch noch ein bisschen mehr anstrengen. So. Aber die Hamburger sind eh, die sind alle immer ein bisschen verhaltener. Ja. Das ist auch so auf Konzerten so, da ruft auch keiner Zugabe, sondern die stehen dann alle so und gucken. Aber ja. Das ist normal hier. Ja, mir hat einer gesagt, wenn der Hamburger dir zunickt, dann ist das schon sehr euphorisch gewesen. Ja. So. Und der Letzte. Und der Backstage fertig, Jungs. Der Dritte im Bunde. Wenn ihr der Herr abmoderiert. Ja. So. Der Teufel, der heute Backstage rumgerannt ist und alle zusammengeschrien hat, damit sie ihren Job machen. Nee, Quatsch. Ein Blick reicht, er musste nicht schreien. Du bist auch zufrieden, gehe ich davon aus. War gut. Also die Routine kommt.
Leute, neuer Standard. Yes. Wird man in Zukunft wieder in der Konstellation Meisterschaften sehen? Ich gehe davon aus. Ne? Da gehe ich auch stark von aus. Als nächstes könnt ihr uns auf dem Invictus Cup in München, April. 19. April. Alte Kongresshalle. Yes. Alte Halle, altbekannt, wird wieder Abriss. So, danke fürs Zuschauen, danke für diesen geilen Wettkampf, danke an alle, die da waren. Lasst ein bisschen Liebe in den Kommentaren da, lasst MPC First Callout mal ein Abo Richtig. Auf Instagram da. Und Feedback. Und Feedback. Genau. Dann verpasst ihr in Zukunft nichts und wir sehen uns mit dem nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Sehr schön.